So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich den Winterfest-Herausforderungen. Was bekommen wir? Dieses nette Emote. Shaolin-Trank ist natürlich nicht schlecht. Ich werde es euch direkt zeigen. Wir gehen einmal rein in Gruppenkeile, verstecke dich mit einer Schneemann-Tarnung in verschiedenen Matches. Also, ganz simpel eigentlich, wir gehen direkt rein in Gruppenkeile. Kurze Info nur, wenn ihr den Skin hier haben wollt, oben rechts ist ein Link, wo ihr extra das Video findet, wo ihr dann auch gleichzeitig auch den Skin bekommen könnt. Ist eigentlich ganz simpel, ist aber natürlich nicht für jeden klar. Deshalb erstmal danke für jetzt 4000 Klicks, wo das Video hat. Gruß geht da wirklich an jeden Einzelnen raus. Also vielen, vielen Dank dafür. Dann auf dem Kanal finden ja Custom Games statt mit Preisgeld. Die ganzen Custom Games an sich fangen an, ich würde behaupten, kurz nach Weihnachten, vielleicht sogar an Weihnachten. Garantieren kann ich da aber nichts. Also ich will mich da nicht festlegen, allerspätestens wirklich nach Weihnachten. Werden zwar dann, sage ich mal, nur noch ein paar Tage sein, aber für euch natürlich die Chance, ihr habt alle Ferien, euch da die Siege zu holen und euch so die 20 € zu schnappen. Wenn ihr natürlich auch Bock habt, Skin-Verlosungen, also Skins an sich zu gewinnen, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Ihr wisst ja eigentlich, wie das Ganze abläuft. Immer wenn ich 800 V-Bucks habt, bekommt ihr von mir einen Skin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal auf die Aufgabe ein. Nämlich, wir müssen Schneemann-Tarnungen benutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann es noch nicht beantworten, weil ich habe selber nach der Aufgabe noch nicht geguckt. Wir machen es einfach nach eigenem Ermessen, ob es reicht, wenn wir uns in einem Schneemann verstecken oder aber ob wir uns halt wirklich eine Tarnung besorgen müssen. Ich werde beides mal ausprobieren. Wir müssen natürlich erstmal einen Schneemann auch finden und natürlich die Tarnung finden. Deshalb bietet sich da Gruppenkeile auf jeden Fall an. Ja gut, hier haben wir dann schon eine Tarnung gefunden. Einmal reinhüpfen. Mehr müsst ihr nicht machen. Das Ganze müsst ihr halt wie gesagt zweimal machen. Wir gehen auch direkt raus hier. Dann zeige ich euch das Ganze nämlich mal. Das war natürlich jetzt ziemlich glücklich. Also ihr müsst einfach nur eine Tarnung finden, reinspringen, Aufgabe erledigt. Aus der Runde wieder raus. Ihr könnt natürlich die Runde auch zu Ende spielen, aber ich will natürlich die Aufgabe jetzt erledigt haben und natürlich die Belohnung euch zeigen. Ich denke aber, das werden wir ziemlich schnell hinkriegen. So, direkt in die nächste Runde rein. Und die Waffenaufgabe aus dem Tresor. Ihr seht gerade oben rechts, da war gerade die Waffe, ist heute die Stinkbombe. Also da tut es mir natürlich für alle leid, die jetzt gerade die Aufgabe machen wollen, aber mit einer Stinkbombe einen Kill machen, kann ich euch auch nur empfehlen, nehmt Gruppenkeile. Gruppenkeile, schießt den Gegner an, nicht direkt down machen, nur anschießen, Bombe hinwerfen. Das wäre so mein Tipp, wenn ihr es unbedingt heute machen wollt. Ansonsten wartet einfach am besten einen Tag, bis wieder eine normale Waffe drin ist, wo man ganz normal Kills machen kann. Also mit der Stinkbombe, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt auch keinen Nerv drauf. Also da einfach ein bisschen Geduld haben, bis eine andere Waffe im Tresor ist. Weil derzeit kommt halt wirklich jeden Tag eine andere Waffe, auf die wir schon im Spiel hatten, kommt wieder zurück ins Spiel. Ich bin mal echt gespannt, weil jetzt die Stinkbombe an sich ist ja auch keine Waffe. Vielleicht haben wir auch mal einen Tag, wo ein Trampo drin ist. Das wird natürlich einige freuen, wenn das kommen würde. Aber ich denke eher nicht, dass das reinkommt. So, ich würde sagen, wir landen wieder in einem Schneegebiet. Ich bin gerade echt schon überlegen, wo Schneemänner sind, weil mich würde halt schon interessieren, ob es reichen würde, dass man in bestehende Schneemänner reinspringt. Aber mir ist auch jetzt gerade kein Ort bekannt. Ihr könnt es gerne ausprobieren, aber ich denke mal echt, man muss den Schneemann selber finden, einmal hinschmeißen und dann reinspringen. So, wir gehen direkt wieder dahin, wo wir eben waren. Vielleicht haben wir ja Glück und der ist direkt wieder da. Und wie gesagt, einige haben sich ja beschwert, so nach dem Motto, du streckst deine Videos und so. Ich werde jetzt auch kürzere Videos bringen, um Gottes Willen. Ich ziehe sie extra nicht mehr in die Länge. Ich habe sie vorher auch nicht in die Länge gezogen. Nur viele haben sich halt gewünscht, ein bisschen mehr Gameplay und so. Also da sind auch so ein paar Sachen geplant, gerade mit meinem Sohn, weil er auf der Switch ist. Da kann man natürlich einfacher epische Siege sammeln. Und da wird definitiv noch ein bisschen mehr Gameplay kommen. Vielleicht, halt, wie ich ja schon eigentlich geplant hatte, mit Abonnenten vielleicht mal einen Sieg holen oder so. Und das werde ich dann hochladen. Und da müssen wir dann einfach mal gucken. Jetzt sind wir natürlich hier auf der Suche nur nach Schneemännern. Aber wir finden natürlich jetzt hier keinen. Das eben war halt echt wahrscheinlich viel Glück, würde ich behaupten. Ja, da ist die Star Wars Kiste. Man hört sie schon. Da ist aber kein Schneemann drin.
Schneemänner finden, eigentlich findet man ziemlich schnell einen. Also eben hatte ich auch wirklich Glück gehabt, da sind wir gelandet und der war random einfach am Rumliegen. Aber hier haben wir jetzt scheinbar nicht wirklich das Glück gepachtet. Wir gucken einfach mal weiter. Wie gesagt, wenn ihr einen Schneemann findet, dann direkt hinschmeißen, reinspringen. Dann habt ihr das Ganze schon erreicht. Aber wir finden hier gerade wirklich gar nichts. Gerade gucken, ob unten noch welche sind. Hier war doch eigentlich auch meine Kiste. Und wie gesagt, die liegen halt auch random rum. Sie muss nicht unbedingt aus einer Kiste rauskommen, weil dass sie aus der Kiste rauskommen, ist glaube ich gar nicht mal so wahrscheinlich, weil es ja ein seltener Gegenstand ist. Also ihr werdet wahrscheinlich eher einen irgendwo rumliegen sehen, als ihn aus der Kiste zu bekommen. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Man muss natürlich die Augen offen halten, das ist natürlich klar. Und blaue Gegenstände fallen eigentlich schon in der Regel auf. Aber ich denke mal auch, die Häufigkeit ist schon ziemlich hoch, was die Schneemänner betrifft. Aber natürlich finden wir jetzt hier aus Prinzip, allein wegen der Aufgabe, gerade keinen weiteren. Gerade noch ein bisschen was an Waffen mitholen. Hier haben wir noch eine Kiste. Ah, sieht schwach aus. Liegt auch gerade kein Schneemann mehr rum. Aber ich denke mal, die meisten haben es jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Einfach den Schneemann schnappen, hinschmeißen und reinspringen und schon habt ihr einen von zwei geschafft. Das Ganze müsst ihr in zwei verschiedenen Matches machen. Ich denke mal, das wird jeder hinkriegen. Also da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken, dass ihr das schafft oder eben nicht. Es ist eigentlich simpel. Ich würde sagen, ich gucke dann gleich mal hier noch ein bisschen alleine rum. Wie gesagt, ich will das Video. Ach, wir holen hier die Kisten noch mit. Vielleicht haben wir Glück, aber wie gesagt, in Kisten ist der, glaube ich, eher weniger vertreten. Wir gucken jetzt einfach mal. Nein. Nein. Und nein. Eieieiei. Machen wir hier die Kiste noch auf. Ja, wie gesagt, ihr werdet die schon finden im Laufe des Spiels. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Wie gesagt, für die Hilfe gern ein Abo da lassen, Glocke aktivieren wegen den Livestreams, wegen Custom Games, wegen Skin-Verlosungen. Und wie gesagt, vergesst das Video nicht zu liken. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Euch noch viel Spaß beim Spielen. Ich muss leider noch ein bisschen umziehen, deshalb auch der Hall im Hintergrund. Und wie gesagt, ich sag's gerne. Und wie gesagt, haut rein.